Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Währenddem wir uns im letzten Video mit der Geschichte der Siebenbürger Sachsen beschäftigt haben und es im nächsten Video mit der germanischen Geschichte weitergehen soll, wollen wir uns heute die Geschichte der deutschen Volksgruppe jener Landschaft ansehen, die man in einer gewissen Hinsicht als den kleinen Bruder Siebenbürgens bezeichnen könnte. Nämlich die Geschichte der Bukowiner oder wie diese auch genannt wurde, des Buchenlandes und damit der Buchenlanddeutschen. Gelegen ist das Buchenland heute rund 800 Kilometer östlich der BRD und rund 650 Kilometer östlich der Republik Österreich. Die historische Landschaft, welche man früher als Buchenland oder auch Bukowina bezeichnete, ist heute zwischen der Ukraine im Norden und Rumänien im Süden aufgeteilt. Historisch hatte es jedoch eine etwas kleinere Fläche, als sie das heutige Sachsen hat. Der Name des Buchenlandes leitet sich, wie im Grunde naheliegend ist, von dem Wort Buche, dem Baum also ab, und zeugt davon, dass das Buchenland über Jahrhunderte von dichten Buchenwäldern geprägt war. Aufgrund seiner etwas höheren Lage als die nordöstlich angrenzenden Gebiete des ehemaligen Galiziens und im Schatten des Karpatengebirges herrscht im Buchenland vielerorts ein Klima, das mit jenem in mitteldeutschem Bergland vergleichbar ist, vor. Bis zur Völkerwanderung dürfte das Buchenland hauptsächlich von Ostgermanen besiedelt worden sein. Mit dem Frühmittelalter und damit dem Ende der Völkerwanderung fiel das Buchenland dann unter die Herrschaft des Moldau-Fürstentums. Zu ersten Niederlassungen von deutschen Siedlern in dieser Landschaft, welche also zum Buchenland werden sollte, kam es im Mittelalter des 13. und 14. Jahrhunderts. Die ersten Ansiedlungen von Deutschen gingen noch aus den Siedlungswellen hervor, bei welchen sich auch im damaligen Siebenbürgen Deutsche, die sogenannten Siebenbürger Sachsen, niederließen. Die ersten Siedler ließen sich dabei vor allem als Händler in den Städten des mit Siebenbürgen benachbarten Fürstentums Moldau nieder oder begannen sich vor allem ab dem ausgehenden 14. Jahrhundert als Waldarbeiter im ländlichen Gebiet des Buchenlandes anzusiedeln. Einige von diesen mittelalterlichen Städtegründungen dieser deutschen Ansiedler, die grob aus dem Raum kamen, aus welchem auch die Siebenbürger Sachsen stammten, sollten sich zu nicht unbedeutenden Städten dieser Region entwickeln. So dürfte auch die initiale Errichtung der Stadt Moldenmarkt, welche sich zur ersten, aber nur kurzweiligen Hauptstadt des Fürstentums Moldaus entwickeln sollte, maßgeblich durch diese Ansiedlungswelle bedingt gewesen sein. Auf der anderen Seite wurden aber auch Orte, welche als befestigte Anlagen des Fürstentums errichtet wurden, häufig von Deutschen besiedelt oder von diesen mitbegründet. Ein schon seinem Namen nach prominentes Beispiel hierfür dürfte der Ort Deutschstein, welcher noch heute den rumänischen Namen Târgu Neam trägt, gewesen sein. Wobei sich der rumänische Namenszusatz Neamt vermutlich von dem alten, in dieser Region gebräuchlichen Wort für Deutsch ableitet und Stein eine befestigte Anlage beschreibt. Diese ersten deutschen Minderheiten, welche sich im damals noch dünn besiedelten Moldau-Fürstentum niedergelassen hatten, könnten in ihrer frühen Phase im Norden des Gebietes, da wo später das Buchenland lag, recht weitläufige geschlossene Siedlungsräume etabliert haben. Hiervon könnten gegebenenfalls ältere Orts- und Flurnamen zeugen. Diese Niederlassungen erster Deutscher in dieser Region gingen im folgenden halben Jahrtausend jedoch zunehmend verloren. Grund hierfür waren die Einfälle von Staaten und Völkern aus dem Osten und Norden sowie die passive Unterwanderung der ländlichen Gebiete durch den Landerwerb dieser Jahrhunderte und die Lateinisierung hin zum Rumänischen der städtischen Händler. Wenngleich diese frühen Deutschen also einen nicht zu unterschätzenden kulturellen Fußabdruck hinterlassen hatten, so assimilierten sie sich dennoch bis in das 17. Jahrhundert weitestgehend. Anders als den benachbarten Siebenbürger Sachsen gelang es diesen frühen Moldau- und Buchenlanddeutschen also nie, eine eigene politische Hegemonie herzustellen oder sich eine ethnische Kontinuität bis in die Gegenwart aufrechtzuerhalten. Auch hierdurch ist bedingt, dass manche Orte, die ursprünglich einmal von Deutschen gegründet wurden, erst im 19. Jahrhundert wieder deutsche Namen im Sprachgebrauch erhielten. So wurde beispielsweise Deutschstein ab dieser Zeit als Niamts, wobei es sich hierbei um eine Entlehnung des rumänischen Târgu Neamt handelt, genannt, obwohl es früher eben einmal den Namen Deutschstein getragen hatte. Wenngleich dieser Ort zwar im historischen Norden Moldaus gelegen war und nicht zum späteren Buchenland kam, zeigt er aber dennoch einen allgemein erkennbaren Trend deutlich auf. Der Anteil von Deutschen im Norden der Moldau-Region und damit im Buchenland gestaltete sich also vom frühen 17. bis in das mittlere 18. Jahrhundert als marginal. Im Jahr 1774 wurde das Buchenland dann von Österreich erworben. Mit diesem Geschehen einherging, dass die im Buchenland fast schon ausgestorbene deutsche Minderheit bald schon wieder stark zu wachsen begann und unter der österreichischen Herrschaft ihren späteren Zenit erreichen sollte.
Das Buchenland würde somit noch bis zum Ende des Ersten Weltkrieges den östlichsten Teil des österreichischen Teils von Österreich-Ungarn darstellen. In der allgemeinen Wahrnehmung verblieb das sehr ländlich geprägte Buchenland aber immer, und auch das dürfte ein Grund für seine relative Unbekanntheit sein, immer im Schatten des geografisch ähnlicheren, bei Ungarn befindlichen Siebenbürgens und des flächenreicheren und wirtschaftlich bedeutenderen Galiziens. Im Wesentlichen nach dieser Zeit des Erwerbes des Buchenlandes begannen die Österreicher jedoch damit, die fast noch mittelalterlich anmutende Landschaft am östlichen Rand Mitteleuropas auszubauen. Besonders zwischen den Jahren 1774 und 1786 organisierte man als Bestandteil dieser Aufbaupläne eine planmäßige Ansiedlung von deutschen Siedlern. Diesem geplanten Charakter des Ausbaus des Buchenlandes entsprechend erfolgte diese Anwerbung von Siedlern aber auch nicht willkürlich. So warb man gezielt deutsche Siedler aus dem ebenso zu Österreich gehörenden Galizien an, um diese im Buchenland als Bauern einsiedeln zu können. Um auch die bergigen Teile des Buchenlandes besser nutzbar zu machen und eine effizientere Forstwirtschaft zu etablieren, organisierte man zusätzlich die Niederlassung von Deutschen, die aus dem Böhmerwald und dem Bayerischen Wald kamen. Banater Schwaben ließen sich wiederum in Orten, die am Rande des Berglandes lagen, nieder. Weitere Siedler, welche aus Hessen und der Pfalz kamen, siedelten sich vor allem als Handwerker und Großbauern im Buchenland an. Hinzu kamen zuweilen auch noch Siedler aus dem österreichischen Raum. Akademiker und Geschäftsleute aus dem deutschen Raum und vor allem Österreich ließen sich zudem überall in den Städten nieder. Im Großen und Ganzen kann dieses Geschehen dabei eben als ein Ausdruck eines größeren Prozesses, der im Buchenland dieser Zeit Einzug gehalten hatte, betrachtet werden. So wurden die Eliten des Buchenlandes spätestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu sehr überwiegenden Teilen von Deutschen gestellt, und Deutsch war in nahezu dem gesamten Buchenland Amtssprache. Die 1875 erfolgte Gründung der Universität von Czernowitz, der Hauptstadt des Buchenlandes, bestärkte diesen Prozess zusätzlich. So war an dieser während der gesamten Zeit, in der Österreich-Ungarn bestand, Deutsch die Lehrsprache. Ein Umstand, welcher sich auch erst im Jahr 1920 ändern sollte. Dementsprechend erfuhren aber auch neu errichtete, repräsentativ bedeutende Bauwerke recht oft eine nicht zu unterschätzende Prägung aus dem deutschen Raum. Wenngleich man hierbei aber auch bemüht war, andere örtliche Stile mit einfließen zu lassen. Manche Teile von Städten wie Czernowitz sollen ähnlich wie Lemberg in Galizien zuweilen fast schon österreichisch angebotet haben. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren 26% der Bevölkerung im gesamten Buchenland Deutsche, wobei hier auch jene jüdischen Juden, die in den Städten lebten und zuweilen germanisiert gewesen sind, sich also selbst als Deutsche bezeichneten, mit eingerechnet waren. Sofern man diese Juden bei der rein ethnischen Betrachtungsweise dessen, wer im Buchenland dieser Zeit Deutsch war, herausnehmen möchte, ergäbe sich ein Anteil von 21% Deutschen an der Gesamtbevölkerung des Buchenlandes. Insofern gab es unter der halben Million Einwohner des Buchenlandes, also vor dem Ersten Weltkrieg, rund 100.000 Deutsche, wobei diese Zahl zuweilen auch nur bei 75.000 oder sogar bei 125.000 angesetzt wird. In den meisten Städten des Buchenlandes war Deutsch um die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert zudem die von der Mehrheit gesprochene Sprache. Dies galt dabei nicht nur für die Hauptstadt Czernowitz, sondern auch die ländlicher gelegenen Kleinstädte wie Radautz, Seetschopf, Hammersberg, Kompolungen oder Wissnitz. Die ethnischen Kerngebiete der Buchenlanddeutschen waren aber zu aller Zeit vor allem ländliche Gebiete, wo sie in einigen Dörfern, die teils nur von ihnen bewohnt waren, lebten. Solche Niederlassungen waren beispielsweise Schwarztal, Jakobsdorf, Fürstental, Freudenthal, Lichtenberg, Buchenhain und so weiter und so fort. Insgesamt gab es rund 75 von solchen deutschen Dörfern im Buchenland. Kulturell bildete sich unter den Buchenlanddeutschen zudem eine in Teilen recht eigene Mischkultur dieser deutschen Volksgruppen, sofern sie miteinander in Kontakt kamen, heraus. Die meisten deutschen Einwohner des Buchenlandes waren dabei katholisch. Einige ländliche Gemeinden, die von Banater Schwaben und Galiziendeutschen gegründet wurden, hingegen hauptsächlich lutherisch. Baulich unterschieden sich die Dörfer und Häuser der Buchenlanddeutschen, zumindest in derer frühen Niederlassungszeit, noch recht stark von jenen Haus- und Dorftypen, welche in dieser Region sonst verbreitet gewesen sind. Die ersten Dörfer, welche sie errichteten, sollen den Berichten so mancher Reisender nach sogar oft von der Art gewesen sein, dass sie genauso gut hätten im Böhmerwald oder dem südlichen deutschen Raum stehen können. Diese noch recht deutlichen Eigenheiten in diesem Bereich verwischten sich mit der Zeit. Wobei den Dörfern der Buchenlanddeutschen dennoch
eine vor allem strukturelle Unterschiedlichkeit von den Dörfern umliegender Ethnien blieb. Währenddem es sich bei diesen nämlich häufig um lose verstreute Straßendörfer handelte, legten die Buchenlanddeutschen in den allermeisten Fällen wohlorganisierte Angerdörfer an. Die Küche der Buchenlanddeutschen war wiederum hauptsächlich eine Mischküche aus ostösterreichischer Küche und der Küche, wie sie im Böhmerwald üblich gewesen ist. Sie erfuhr aber auch regionale Prägungen, die vermutlich von jenen Kochgewohnheiten der umliegend lebenden Völker beeinflusst wurden. So erfreuten sich auch bestimmte Wurstarten und Suppen, die eigentlich eher mit östlichen Gebieten assoziiert sind, unter ihnen recht großer Beliebtheit. Zudem wurden im Buchenland auch unterschiedliche deutsche Mundarten gesprochen. Grundlegend waren bayerische Mundarten aufgrund des starken Siedlerzustroms aus Österreich, dem Bayerischen Wald und dem Böhmerwald recht weit verbreitet. Da sich jedoch auch so manche Banater Schwaben, Pfälzer und Galiziendeutsche in der Region niedergelassen hatten, stand an zweiter Stelle unter den deutschen Mundarten auch eine recht durchmischte Variante verschiedener Ausprägungen des Fränkischen. Sowohl die bayerischen Mundarten als auch die fränkischen wiesen zudem eine mäßig starke ostmitteldeutsche Prägung auf. Diese könnte wohl von Kontakten nach Schlesien und mit dem thüringisch-obersächsischen Raum zeugen. Diese Zeit, welche also grob vom frühen 19. Jahrhundert bis zum Jahr 1918 andauerte, markierte also den anteilmäßigen und kulturellen Zenit der Buchenlanddeutschen in dieser Region. Wenngleich es während des Ersten Weltkrieges von den Alliierten initiierte Versuche gab, die ethnisch komplexe Lage im Buchenland auszunutzen, um einen Bürgerkrieg zulasten Österreich-Ungarns auszulösen, schlugen diese Versuche, hauptsächlich da das Trubel der Russen immens war, auf ganzer Linie fehl und die Buchenländer blieben Österreich-Ungarn während des gesamten Krieges treu. Nichtsdestotrotz stand am Ende des Ersten Weltkrieges die Niederlage der Mittelmächte. Österreich-Ungarn wurde aufgeteilt. Neben Siebenbürgen erhielt Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg so auch das Buchenland, welches also fortan Teil von Rumänien war. Die Buchenlanddeutschen hatten sich zunächst hinter diese Anschlussbestrebungen des Buchenlandes an Rumänien gestellt. Aus ihrer Sicht stellte dieser Schritt schlicht die bestmögliche Option dar. Die Alternativen wären so in der Langfrist vermutlich entweder ein Anschluss an Polen oder gar Sowjetrussland, welches sich die östlich angrenzende, kurzweilig bestehende Ukraine einverleibte gewesen. Zudem sicherte Rumänien ethnischen Minderheiten wie den Deutschen zumindest formal zu, dass diese umfangreichere Selbstbestimmungsrechte als bei den allermeisten anderen Staaten erhalten sollten. Diese Versprechungen wurden nach dem Anschluss an Rumänien jedoch nur sehr bedingt eingehalten. Und die Rumänen begannen, im Norden des Buchenlandes einen verstärkten Assimilierungsdruck auf die dort lebenden Ruthenen auszuüben. Die deutsche Minderheit lebte meistens ohnehin eher in kleinen, verstreuten Dörfern am Karpatenrand oder gehörte der lokalen Oberschicht an, weswegen sie von diesen Maßnahmen nur weniger betroffen waren. Besonders die ersten Jahre der Nachkriegszeit stellten jedoch eine Phase, in der man auf die deutschen Elemente des Buchenlandes verstärkten Druck ausübte, dar. So verschwand Deutsch als Verwaltungssprache nahezu gänzlich und viele Institutionen, welche von Deutschen geführt wurden und deutsche Namen trugen, wie Universitäten oder Gymnasien, erhielten neue rumänische Namen. Diese initial recht angespannte Lage beruhigte sich, zumindest die Buchenlanddeutschen betreffend, bis in die späten 20er Jahre wieder. Die Geburtenraten der Buchenlanddeutschen blieben über diese Zeit hinaus stabil hoch und die Bevölkerung wuchs weiter an. In den späten 30er Jahren sollte so die absolute Anzahl der Deutschen im Buchenland mit rund 150.000 bis 175.000 ihren Höhepunkt erreichen. Ab den 1930er Jahren kam es zudem zu einer verstärkten Einflussnahme nationalsozialistischer Gruppen im Buchenland. Da die Weimarer Republik bei der Frage der Volksdeutschen im Ausland auf breiter Front versagt hatte, waren es erst die Nationalsozialisten, welche ab 1933 systematisch begannen, Organisationen von Volksdeutschen in Rumänien und Ungarn auszubauen. Diese Affinitäten, welche also zu nationalsozialistischen Organisationen herausgebildet wurden, waren dann auch ein maßgeblicher Grund dafür, dass es unter den Buchenlanddeutschen eine recht große Auswanderungsbereitschaft gab, als man im Jahr 1940 damit begann, diese in die eroberten Ostgebiete im Warteland umzusiedeln. Rund 150.000 Buchenlanddeutsche wurden so während der ersten Hälfte des Zweiten Weltkrieges in den Wartelandgau umgesiedelt. Als sich der Krieg dann dem Ende entgegenneigte, evakuierte die Wehrmacht zusätzlich einen recht großen Anteil der noch im Buchenland verbleibenden deutschen Minderheit. Zu Ende des Krieges, im Jahr 1945, lebten noch rund 8.000 Deutsche im Buchenland. Von diesen wurde allerdings ein Großteil unter der sowjetischen Besatzung und der kommunistischen Usurpatorenregierung nach Sibirien deportiert,
so dass im Jahre 1956 nicht einmal die Hälfte von ihm übrig war. Durch den Freikauf von Rumäniendeutschen ab den 1970er Jahren sank diese Zahl vor allem im Süden des Buchenlandes abermals um die Hälfte an, so dass es im Jahr 1992 noch rund 2000 Buchenlanddeutsche gab. Von diesen wanderten die allermeisten dann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in die BRD oder die Republik Österreich aus. Im Jahr 2023 leben vielleicht noch ein paar hundert Buchenlanddeutsche in der Region. Ähnlich wie auch die einst benachbarten Siebenbürger Sachsen, wird aber vermutlich auch diese Minderheit schon sehr bald ausgestorben sein. Hiermit wären wir aber am Ende eines weiteren Beitrages zur Geschichte deutscher Volksgruppen im Osten Mitteleuropas angekommen. Wem dieses Video gefallen hat, würde ich ebenso meinen kürzlich erschienenen Beitrag über die Siebenbürger Sachsen, der hier verlinkt ist, nahelegen. Wenn euch aber auch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe dementsprechend, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!